Hier eine Übung zum Rechnen mit Klammern. Den ersten Term schreiben wir einfach ab. Vor diesen Klammern steht das Minuszeichen, also lassen wir dieses Minuszeichen mitsamt den Klammern fallen, indem wir innerhalb dieser Klammern alle Vorzeichen ändern. Dann wird das also minus 3x minus 7x². So. Vor diesen Klammern steht ebenfalls ein Minuszeichen, also lassen wir dieses Minuszeichen mit den Klammern fallen, indem wir innerhalb der Klammern alles entgegengesetzt nehmen, also wird das zu plus 3x. So. Und vor diesen Klammern steht der Multiplikationspunkt, also wenden wir hier die Distributivität an. Minus mal plus, das macht minus 4 mal 2x. Und dann haben wir noch minus mal plus, das macht wieder minus 4 mal x Quadrat. Also so. Hier können wir noch minus 4 mal 2x in minus 8x umschreiben. Die Rechnung ist aber noch nicht beendet, denn wir haben hier 1, 2, 3 x Quadrat Termen, die wir addieren können und 1, 2, 3 x Termen, die wir ebenfalls addieren können. 15 x Quadrat minus 7 x Quadrat minus 4 x Quadrat, das macht 4 x Quadrat. Und minus 3x plus 3x, diese beiden Termen sind weg, das macht 0, bleibt noch minus 8x. Und somit ist diese Übung beendet.